Hallo Sportstadtfans, ihr werdet euch wundern, heute ich statt Richard. Richard ist leider krank, aufopferungsvoller Kampf in Essen gewesen, 1000 Interviews, hinter allen hinterhergerannt, irgendwann war er platt, er ist leider immer noch platt. Alles Gute Richard, gute Besserung, werd schnell wieder gesund. Heute übernehme ich das Ganze, wir machen eine Spieltagsvorschau gegen Rimper. Der DRHV empfängt am Sonntag hier in Dessau 17 Uhr in der Anhalt Arena die Wölfe aus Rimper, den Tabellendritten. Auch diesen Gegner beleuchten wir nachher noch intensiver. Im Moment läuft hinter uns der Vorverkauf für dieses Heimspiel und hier ist auch schon gut was los. Ansonsten gibt es eine Spieler-Challenge. Rimper werden wir vorstellen und die aktuellsten Infos aus unserem Team, aus unserer Mannschaft, erfahrt ihr natürlich auch. Das ist lustig, was die machen. Guck mal. Wir stellen jetzt den Gegner vor und zwar lässt sich am Sonntag der Tabellendritte der zweiten Bundesliga hier in Dessau sehen. Das sind die Wölfe der DJK Rimper. Rimper grüßt von Tabellenplatz 3, hat in 6 Spielen 5-mal gewonnen und davon alleine die letzten 4 Spiele allesamt gewonnen. Rimper kriegt im Ligaschnitt die wenigsten Gegentore, was aber auch daran liegt, dass sie ein Spiel weniger haben als der Rest. Rimper hat aktuell nur 144 Gegentore kassiert. Allerdings hat der DRHV auch nur 2 Tore mehr kassiert. Also abwehrstarke Reihen. So. Insgesamt ist es aber so, dass Dessau relativ wenig Tore auch erzielt. Nur 145 im Moment. Aber trotzdem reicht das ja zu einer ordentlichen Punktezahl. Gefährlichster Torschütze von Rimper ist Steffen Kaufmann mit 30 Toren in 6 Spielen. Zum Vergleich, Vincent Sohmann hat ebenfalls in 6 Spielen 36 Tore erzielt. Max Brustmann, der Torwart von unserem bayerischen Gegner, gilt derzeit laut Datenbank als der beste Torhüter der Liga. Er hat eine sensationelle Quote von rund 40% gehaltener Bälle. Das ist spitze. Rimper hat zu Hause einen Zuschauerschnitt von 1331 Fans im Heimspiel. Die meisten Zuschauer allerdings in dieser Saison kamen beim Spiel Bietigheim gegen Bad Schwartau. Das waren exakt 1990. Rimper ist in der Saison 2012-2013 in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und da gibt es eine schöne Geschichte zu. Das heißt, wir sind in der Saison 12-13 bereits in der dritten Liga aufeinander getroffen. Das Hinspiel in Dessau konnte Rimper mit 26-20 für sich entscheiden. Das Rückspiel in Rimper sollte die große Meisterfeier werden, die große Aufstiegsfeier. Allerdings ist es Dessau als einzigen Gegner gelungen, dort mit 23-22 zu gewinnen. Und an dieses Spiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Lukas Krug und Sebastian Donat sind mit roter Karte vom Platz geflogen. So, meine Damen und Herren, jetzt stellen wir natürlich die Heimmannschaft vor, wobei ihr kennt sie natürlich alle. Trotzdem haben wir auch über den DRHV ganz aktuelle Infos, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier in der Anhalt Arena vor einem Heimspiel immer an einem Mittwoch vorher schon Karten zu erwerben. Ja, es findet also ab jetzt immer in den letzten beiden Heimspielen jedoch auch schon, immer ein Vorverkauf statt, der auch rege genutzt wird, wie wir heute hier live sehen konnten. Hier in der Anhalt Arena ist Kassenhäuschen 1 immer 3-4 Stunden lang geöffnet. Dort könnt ihr schnell eure Karten erwerben mit freier Sitzplatzwahl, was am Spieltag so richtig nicht möglich ist. Im Video werdet ihr sehen, dass, wie das abläuft und dass die Resonanz dessen sehr, sehr gut war.
Guten Tag, ich möchte bitte 83 Karten im B-Block und alle Gästekarten. Nicht im E-Block? Diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay, das machen wir. Ich möchte bitte Reihe 17, 18 komplett, von Reihe 16 nur Platz 35 und... Tut mir leid, okay. Das ist schon leider ausgebucht. Gut, dann fragen wir mal, Sophia, du bist ja auch ein Fan? Hallo? Ja, hallo. Geht's gut? Ja, und euch? Auch, auch. Wie findest du, dass der Verein einen Vorverkauf anbietet? Also ich finde das persönlich sehr gut. Es wird auch rege angenommen. Also es kommen immer mal Leute und bestellen schon vorher Karten. Viele sagen, sie möchten sich einfach nicht anstellen. Sie möchten gemütlich Sonntag hierher kommen und dann schon sich hinsetzen. Sehr schön. Und heute waren auch schon einige da. Haben wir selber schon gesehen? Ja, genau. Es waren schon, ja... 15, 20 Leute waren schon da. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Wie ihr auch mitbekommen habt, wir haben den zweiten Auswärtssieg gelandet in Essen am vergangenen Wochenende und deshalb hat die Mannschaft einen Mannschaftsabend als Belohnung veranstaltet, in der gab es Bier und Pizza. Hat natürlich die Laune nochmal deutlich angehoben. Die Jungs hatten sichtlich Spaß, wie ihr im Internet auch nachverfolgen könnt. Apropos Internet, checkt doch mal wieder Instagram, die DRHV-Seite auf Instagram. Die ist wieder freigeschalten und versorgt euch wieder mit aktuellen Infos und vor allem auch aktuellen Fotos, auch vom Mannschaftsabend. Ansonsten beobachten wir gerade das Training und wir sehen hier eigentlich alle Spieler, dass sie fit sind, dass sie gewillt sind, den nächsten Heimsieg einzufahren. Es wird hart trainiert, es wird nicht rumgekaspert. Einziger kleiner Wermutstropfen im Moment ist, dass Marek Wanko individuell trainiert. Er ist angeschlagen, hat leichte Schmerzen in der Schulter. Laut eigener Aussage glaubt er aber, dass sein Einsatz am Wochenende nicht gefährdet ist. Er möchte am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Im Moment trainiert er individuell. Wir kommen gleich zur neuen Spieler-Challenge. Ihr habt das sicherlich gesehen in den anderen Spieltagsvorschauen. Wir haben eine Challenge schon gemacht mit den Spielern. Sie mussten die richtige Zuschauerzahl tippen und der Sieger aus dieser Tabelle, die ihr gleich sehen könnt, ist Tom Hanner mit 15 Punkten. Am Tabellenende steht leider Phil Döhler, der lag eigentlich völlig daneben. Heute haben wir wieder eine Challenge, die zweite Spieler-Challenge. Die Spieler müssen tippen, wie oft im Spiel gegen Rimper am Sonntag gewischt wird, wie oft die Wischermädels kommen. So, das wird sicherlich sehr lustig werden. Ich kann mich erinnern, im letzten Heimspiel wurde hier sehr, sehr oft gewischt. Ich bin echt gespannt, was da für Tipps rauskommen. Und was für Tipps rauskommen, das seht ihr jetzt. Bei uns steht der Wettkönig, der aktuelle, mit 0 Punkten am Tabellenende. Sieger der Herzen. Willst du die Tabelle drehen? Nee, willst du Phil umsehen, musst du die Tabelle drehen, Phil. Wie oft wird denn gewischt am Sonntag gegen Rimper? Also, sagen wir, kaltes Wetter spielt auch mit rein. Ja. Schwitzt man nicht ganz so viel am Anfang? Ja. 9 ist meine Glückszahl, machen wir neu mal. Alles klar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tomasz. Was denn? Wir wollen wissen, wie oft wird am Sonntag hier gewischt während des Spiels. Gewischt? Gewischt. Einmal? Naja, nee, warte. 11. 11. 11 Mal, ja. 11 Mal. Jakob? Jakob, wie oft wird gewischt? 7 Mal. 7 Mal. Ja, 7. Sehr schön. Es wurde richtig toll gewischt beim letzten Mal. Ja. So, jetzt steht Vasi bei uns. Vasi. Wie oft wird gewischt? Wie oft wird gewischt? 9 Mal, sag ich. 9 Mal. Danke dir. Daniel, ich kann auch mal zu euch kommen. Grüße dich, mein Schöner. Wie oft wird gewischt? 20 Mal. 20. Alles klar, nehmen wir. Im letzten Spiel hättest du fast recht gehabt. Daniel. Grüße dich, Otti. Na? Na? Alles gut? Immer doch. Knack mal Rimper? Ich hoffe es doch. Intensives Training? Sowieso, immer. Sehr schön. Sehr schön, alle fit. So, wie oft wird gewischt? Ich denke 13 Mal. 13 Mal. Hast du mitgezählt, wie oft... Sehr gut. Hast du mitgezählt, wie oft im letzten Spiel gewischt wurde?
Max Scheidhauer. Mach's gut. Ja, bitte. Wie oft wird gegen Rimpa im Spiel gewischt? Ich sag 13 Mal. 13 Mal? Ja, 13 Mal. Vincent Sohmann. Hallo, 15 Mal. 15 Mal? Meine Herren. Basti. Basti. 11 Mal. 11 Mal? 11 Mal. Sicher? Sicher, sicher. Sicher, sicher. Danke. So, wen hatten wir noch nicht? Tom Hanner. Hallo. Tabellenführer. Glückwunsch noch, du führst. Danke. Jo, danke. Ich sag 12 Mal. 12 Mal? Ja. Donnerwetter. Das ist ja oft. Dich hatten wir noch auch noch nicht, Flori, der Captain. Was sagst du? Ich sag auch 12 Mal die Wäscherin und einmal der Torhüter von Rimpa. So holt sich das Ding immer selber. Ja? Gibt's da extra Punkte eigentlich? Gibt's da extra Punkte? Hab schon abgesprochen. Abgesprochen? Ah ja, alles klar. So, Brosi? Siebenmal. Siebenmal? Siebenmal. Okay, gut. Hat Tom gesagt? Das war schon. Scheiße, weil wenn Tom sagt, weißt du es richtig. Tom bleibt dabei. Ja. Radek, eine Frage. Wie oft wird im Spiel gewischt gegen Rimpa? 13 Mal. 13 Mal. Marek? Ich schätze 9 Mal. 9 Mal. Warum lagst du? Weil es deine Nummer ist. Natürlich. So, wir neigen uns dem Ende entgegen. Das war fast unsere Spieltagsvorschau gegen Rimpa-Wölfe am Sonntag. Einen kleinen Hinweis für euch haben wir noch, und zwar morgen am Freitag um 18 Uhr findet in der Geschäftsstelle beim DRHV ein Fanstammtisch statt, organisiert von uns von der Sportstadt Dessau-Roßlau. Dort könnt ihr auf Vereinsverantwortliche treffen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne mitbringen. Und wer kommen möchte, ist dazu sehr gerne eingeladen. Vom Verein werden Mike Valentin und Tino Weinhardt da sein. Eventuell auch Ralf Hirsch. Wird sicherlich eine lustige, spannende Runde werden. Wir haben allgemeine Fan-Themen natürlich auch, Rahmenprogramme, was passiert im Winter. Ja, die Saison ist lang, wird geil und wir haben diverse Ideen im Kopf. Die wollen wir eventuell auch vorstellen und uns darüber austauschen, inwieweit man da noch verbessern oder anders gestalten kann. Eure Ideen sind herzlich willkommen, genau wie ihr. Bis morgen.